Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir haben jetzt schon sehr viele, ich sag mal so, gut gemeinte, aber doch etwas verkopfte Reden gehört. Und deswegen möchte ich jetzt zu Beginn meiner Rede mal ungefähr beschreiben, worum es hier eigentlich geht. Wir haben als Stadt Dresden jetzt eine Haushaltssperre bekommen. Haushaltssperre spricht der Oberbürgermeister aus und das bedeutet, wir dürfen halt in vielen Sachen nicht mehr Geld ausgeben. Das ist eine Haushaltssperre. Wenn man sich das jetzt mal übertragen auf seinen eigenen Haushalt, da kann man sich das besser vorstellen. Wenn man sich das mal übertragen vorstellt, heißt das einfach, wir geben jetzt erstmal nichts mehr aus. So vereinfacht gesagt. Das bedeutet also, wenn man sich das einfach für sich selber vorstellt, das geht natürlich einen Tag gut, das geht auch zwei Tage gut, das geht auch drei Tage gut. Es sind jetzt Sachen, die man einkaufen muss. Es gibt halt Dinge, zum Beispiel Luxus, den muss ich nicht unbedingt haben. Darauf kann man ganz gut verzichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel des eigenen persönlichen Haushalts, wenn wir jetzt zum Beispiel an Einkaufen denken, na, Nahrungsmittel ist schwierig, da kann ich vielleicht sparen, aber so Kleidung oder Schuhe kann ich auch mal ein bisschen strecken. Wie ist das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachhilfe bezahlen muss für mein Kind oder ich habe Vereinsbeiträge, die ich bezahlen muss? Das geht wahrscheinlich eine Weile auch noch, aber irgendwann geht das nicht. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann gehen halt Sachen kaputt. Weil wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin, wenn ich eine Haushaltssperre habe, ob jetzt privat oder im Haus, in der Stadt, dann geht das nicht ewig lang. Wenn ich das lange durchziehe, da gehen Sachen kaputt. Und deswegen ist eine Haushaltssperre auch nur gedacht dafür, kurzfristig, wenn eine akute Situation eintritt, kurzfristig zu gucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Weil was ist denn der tiefere Grund, dass wir eine Haushaltssperre haben? Der tiefere Grund ist, dass unsere Planung, Einnahmen und Ausgaben einfach mal in der Vergangenheit falsch gewesen sind. Das heißt, man muss das tun, was man auch im Privaten tun würde. Man muss entweder das zurückschrauben, was man sich eigentlich leisten will. Na, wir müssten jetzt sagen, ein verantwortungsbewusster Stadtrat würde sagen, okay, dieses Projekt müssen wir drei Jahre schieben, dieses Projekt brauchen wir doch nicht und dieses Projekt machen wir anders. So, das müssen wir machen, müsste also die Kosten nicht jetzt im laufenden Betrieb, Woche für Woche, sondern man müsste sagen, okay, hier sparen wir 30, 40, 50 Millionen und dann hätte man auch wieder das Geld. Oder man müsste die Einnahmen erhöhen. So, wir haben hier diesen Fall in dem Stadtrat, dass wir bis 2028 45 Millionen ungefähr liegen lassen. Das hat die Haushaltskoalition beschlossen. Ich rede natürlich über die Parkgebühren. Das ist ein Vorschlag gewesen vom Oberbürgermeister. 45 Millionen in den nächsten Jahren lassen wir einfach liegen. Und mehr oder weniger, das war von links bis fast rechts, alle zucken mit den Schultern und sagen, naja, ach nee, wollen wir nicht. 45 Millionen könnten wir dort ad hoc in den nächsten Jahren dazu tun. So, wir haben kein Geld, haben wir gehört. So, wenn wir jetzt 4 oder 8 Wochen nach vorne spulen oder Sie in Ihr Mandatsinfo gucken, wir haben eine Vorlage in der Pipeline, in der plötzlich 50 Millionen Euro vom Himmel fallen. Vorlage V2442. So, da fallen plötzlich 50 Millionen vom Himmel. Die sind einfach da. So, warum sind in V2442 plötzlich 50 Millionen da und für andere Sachen nicht? Und warum lässt dieser Stadtrat Millionen einfach liegen, die sogar der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat? Das verstehe ich nicht. Also, diese Haushaltssperre muss aufhören und dann müssen wir uns als verantwortungsbewusster Stadtrat in die Augen gucken und gucken, wo können wir die Einnahmen erhöhen oder wo können wir die Ausgaben runterbringen. Aber wir können uns hier 37 Millionen Ersetzungsanträge an den Kopf schmeißen. So einfach, wie ich es gesagt habe, ist es. Einnahmen müssen erhöht werden oder Ausgaben müssen runter und die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Dankeschön.